Hallo, euch hatte das letzte und ja erste aufgebrauchte Video gut gefallen und mir hat es auch ganz gut gefallen, darüber zu labern, anstatt das alles zu tippen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache wieder ein aufgebraucht Video. Es hat sich einiges angesammelt, die Tüte ist nicht ganz voll, aber ich dachte, bevor das Video viel zu lang wird, mache ich das zwischendurch schon mal, wenn es nur ein paar Produkte sind. Fangen wir mit den super spannenden Sachen an. Wattepads, das waren die von D-Make-Up, super soft, ja. Die waren gut, waren in Ordnung. Und ich habe noch von D-Make-Up so Tücher, Reinigungstücher aufgebraucht. Die fand ich okay. Ich muss aber sagen, die von Nivea finde ich besser. Also die haben mir nicht so hundertprozentig gereinigt, wie ich mir das vorstelle. Sie waren ganz angenehm auf der Haut, haben ganz nett geduftet, aber kein Nachkaufprodukt. Dann habe ich zwei Trockenshampoos aufgebraucht. Einmal von Balea, das Trockenshampoo Blond für blondes Haar. Ich finde das von Balea ganz gut. Allerdings ist Batiste meiner Meinung nach immer noch unangefochtener Favorit und das beste Trockenshampoo überhaupt. Ich fand, hier hat die Farbe nicht so richtig viel gebracht. Das Blond-Trockenshampoo von Batiste ist da besser. Und da das auch nicht mehr so teuer ist, finde ich, kann man schon die 1-2 Euro mehr ausgeben und sich das von Batiste holen. Also wenn ich nochmal Blond-Trockenshampoo hole, eine Flasche von Batiste habe ich noch, dann wird es das eben von Batiste sein und nicht von Balea. Und von Batiste habe ich aber das Oriental Trockenshampoo aufgebraucht. Das hat mir sehr gut gefallen. Das hat einen tollen, ja, floralen, leicht süßlichen Duft, aber nicht zu süßlich. Ja, also das mochte ich richtig gerne. Das würde ich auch auf jeden Fall nachkaufen. Ich habe noch ein paar andere Trockenshampoos von Batiste, die erstmal leer werden müssen. Aber dieses hier fand ich sehr gut. Wo wir eben schon beim Thema waren, hier sind die Nivea Reinigungstücher. Die habe ich in irgendeinem Urlaub, wahrscheinlich in New York hatte ich sie mit, genau, aufgebraucht. Und die finde ich richtig gut. Würde ich auch jederzeit für den nächsten Urlaub nachkaufen. Zu Hause benutze ich Reinigungsöl oder eben normalen Reiniger mit Wattepads. Aber diese Tücher finde ich halt immer super praktisch für den Urlaub. Und beim Reinigen gehört das noch dazu. Von Rival de Loup, der ölhaltige Augen-Make-up-Entferner. So ein kleiner. Den hatte ich auch im Urlaub öfter mal mit, weil Eyeliner dann mit sowas doch besser abgeht. Und den fand ich richtig gut. Ich mag den normalen Reiniger von Rival de Loup auch unheimlich gerne. Ganz tolle Produkte und zu einem unschlagbar günstigen Preis kann ich auf jeden Fall empfehlen. Zwei Masken, die ich aufgebraucht habe, auch wenn es halt nur Sachets waren. Einmal von L'Oreal, die Tonerde-Maske Detox. Die dunkle mit Aktivkohle. Es gibt da ja drei verschiedene Masken. Die grüne und die rote habe ich in der Originalgröße, in dem Pöttchen, im Glastiegel. Und diese hier habe ich zugeschickt bekommen. Auf der L'Oreal-Seite konnte man sich da einfach eintragen. Also das hat jetzt nichts mit Blogger oder so zu tun, sondern da kann sich jeder eintragen und bekommt eine Maske zugeschickt. Und ich hatte Glück, dass es genau die war, die ich eben noch nicht habe. Muss aber sagen, dass mir die nicht ganz so gut gefallen hat. Also ich fand sie sehr unangenehm auf der Haut, sie hat ein bisschen gebrannt und die Wirkung, ja, direkt danach habe ich jetzt nicht so viel irgendwie gespürt. Die anderen beiden Masken, die grüne und die rote, mag ich total gerne. Die werde ich mir jetzt nicht kaufen, aber das war ja dann ein guter Test. Die anderen beiden reichen mir. Oder eben die anderen Masken. Ich habe auch andere dunkle Masken, Tonelmasken von anderen Marken, die mag ich lieber. Dann habe ich von Balea die Milch- und Honigmaske aufgebraucht. Das sind so zwei Sachets, das finde ich sehr praktisch, also für zwei Anwendungen. Die riecht unglaublich lecker nach Honig, richtig angenehm. Es ist eine Feuchtigkeitsmaske und die nimmt man dann nur mit einem Tuch ab und lässt den Rest drauf. Also was ich sehr gut finde, ich habe wirklich gemerkt, an welchen Stellen meine Haut richtig Feuchtigkeit braucht. Da war nämlich die Maske fast komplett weggesaugt, an anderen Stellen lag sie noch auf. Also kann man da wirklich ganz gut sehen, ob die Haut sowas brauchte. Und in dem Fall hat die Haut es wirklich gebraucht. Und aber dann die Reste mit dem Tuch abzunehmen, das ist ein bisschen schwierig, das ist sehr schmierig. Und es bleibt ein sehr dicker Film auf der Haut zurück, den man auch so ja quasi abrubbeln kann. Also ich habe es dann über Nacht halt einfach drauf gelassen und am nächsten Morgen mich halt komplett gereinigt mit der Clarisonic. Dann war das weg. Aber es ist jetzt nicht unbedingt eine Maske, die ich drauf machen würde, wenn ich mich danach noch fertig machen müsste und schminken müsste. Also das fand ich ein bisschen unangenehm auf der Haut. Aber die Wirkung ist super. Meine Haut hat richtigen Feuchtigkeitsboost bekommen und das hat man ja auch gesehen. Ich bin ein bisschen traurig, dass nur ein Duschgel leer geworden ist, aber ich habe im Moment so viele verschiedene in Benutzung. Vielleicht sollte ich mal langsam nach und nach eins aufbrauchen. Aber dieses Yves Rocher Duschgel Apple Delight, das habe ich aufgebraucht und das fand ich richtig toll. Ich mochte den Duft sehr, sehr gern. Ich hatte davon auch eine Kerze und oh, das ist kein
kein künstlicher Apfelduft. Das riecht wirklich so, als würdet ihr in einer Apfelplantage stehen. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich stand schon öfter in einer. Oh, richtig lecker. Also als würdet ihr so einen frischen Apfel rein, in ihn reinbeißen. Und oh, ich mag den Duft total gerne. Also ich weiß gar nicht, ob der aktuell... Ja, es war eine Limited Edition, natürlich, wie immer. Ich hoffe, die bringen ihn nochmal wieder raus zur Winterzeit. Den fand ich richtig toll. Da würde ich mir auf jeden Fall nochmal eine Flasche holen. Eine riesige Flasche Nagellackentferner habe ich aufgebraucht. Und seht ihr, was da drin ist? Ein Wattestäbchen. Da wollte ich wohl mal irgendwie dran und ja, wie das so ist. Jetzt ist hier gar kein Etikett mehr drauf. Warum eigentlich nicht? Wo ist das hin? Naja, es ist verschwunden, das Etikett. Ich habe keine Ahnung wo. Aber ich weiß, dass es der Isana Nagellackentferner ist und der ist Bombe. Das ist mein absoluter Lieblings-Nagellackentferner. Ja, er stinkt. Und sind wir mal ehrlich, alle Nagellackentferner stinken. Also kommt mir nicht mit Kokosduft und was weiß ich. Das funktioniert nicht. Also wie auch. Das soll ja auch richtig den Nagellack runterkriegen. Und der stinkt zwar auch wie alle anderen, aber der brennt mir nicht so in den Augen. Ich habe es wirklich mit anderen Nagellackentfernern, wenn ich hier so vor mir meinen Nagellack entferne und diese Dämpfe mir ins Gesicht kommen, dann brennen teilweise wirklich meine Augen. Das finde ich sehr unangenehm. Das ist mit dem von Isana nicht so und deswegen kaufe ich den immer wieder nach und auch in der großen Flasche. Ich glaube, die kostet nicht mal 1 Euro, die große, oder vielleicht knapp 1 Euro. Absolut empfehlenswert. Ich kaufe nur noch den. Ich habe im Moment jetzt auch wieder eine Flasche davon in Gebrauch. Also absoluter Tipp. Von Estee Lauder habe ich hier solche Augenpads zugeschickt bekommen. Die waren ganz spannend, weil es zweigeteilt war. Oben waren die Pads und unten war dann die Flüssigkeit. Und dann hat man das so aufgemacht und die Pads ganz frisch in diese Flüssigkeit getaucht. Ob das jetzt besser ist, als wenn die Pads sowieso schon da drin sind, keine Ahnung. Auf jeden Fall fand ich die sehr angenehm. Ich liebe Augenpads. So teure würde ich mir nicht kaufen, weil ich der Meinung bin, die in der Drogerie, die tun es auch. Aber es war auf jeden Fall sehr, sehr angenehm und das lässt man 10 Minuten drauf, nimmt es runter und soll es dann auch nur einklopfen und über Nacht drauf lassen. Und ich fand die richtig, richtig gut. Ich weiß nicht, was die kosten, aber ja, Augenpads allgemein finde ich super. Und die von Estee Lauder, wer das Geld ausgeben mag, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Von der Wirkung her war die super. Dann habe ich quasi in Kombination einmal ein Serum aufgebraucht von Clinique, das Custom Repair Serum. Fand ich sehr, sehr angenehm. Habe ich immer morgens und abends vor der eigentlichen Pflege aufgetragen. Das ist super schnell in die Haut eingezogen. Hat ein super angenehmes Hautgefühl gemacht. Ganz sanfte Haut. Und ja, das hat mir sehr gut gefallen. Würde ich nachkaufen, wenn ich nicht den Schrank voll hätte. Und von Olaf, Oil of Olas hieß es mal. Aber es heißt nur noch Olas. Total Effect 7, darüber habe ich auch schon mal geschrieben. Diese federleichte... ja, Tagespflege, auch mit SPF 15, was ich sehr, sehr gut finde. Und ja, die hat mir gut gefallen. Also ich mag den Pumpspender, die ist auch wirklich rückstandslos leer geworden. War eine angenehme Textur, gerade so im Sommer habe ich die angefangen zu benutzen. Und da fand ich es besonders angenehm. Im Winter brauchte ich dann nachts immer ein bisschen eine stärkere Pflege, aber für den Tag hat mir die auch ausgereicht. Und die finde ich richtig gut. Ich habe darüber auch einen Blogpost geschrieben. Sowieso verlinke ich euch alle Produkte, sofern ich darüber schon geschrieben habe, in die Infobox oder ja, wenn sie irgendwo auf dem Blog schon mal aufgetaucht sind und ja, wo ihr sie kaufen könnt. Von Clinique hatte ich den Adventskalender zugeschickt bekommen und da war einmal diese Creme hier drin, die Moisture Surge Intense. Die habe ich auch in groß. Die habe ich allerdings im Urlaub einfach mitgenommen, weil der Tiegel so süß klein ist und ich liebe die Creme, die ist fantastisch, die spendet richtig viel Feuchtigkeit. Absoluter Kauftipp, die würde ich jederzeit wieder nachkaufen und diese kleinen ja, Größen sind immer sehr praktisch zum Verreisen. Auch aus dem Adventskalender war dieser Rinse Off Cleanser von Clinique. Den schäumt man auf und wäscht sich damit das Gesicht, kann damit auch das Make-up entfernen. Ich fand ihn so lala. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er alles runterbekommen hat. Und wenn ich dann nochmal mit Micellenwasser drüber gegangen bin, habe ich auch gesehen, dass er nicht alles runterbekommen hat. Schade eigentlich, weil der Schaum war sehr angenehm, aber kein Nachkaufprodukt für mich. Das hier war auch mal in irgendeinem Paket mit drin. Das ist von L'Occitane ein ja, Peeling. Ich weiß gar nicht, ob das für das Gesamt, nur fürs Gesicht ist oder für den gesamten Körper. Ich habe ihn, glaube ich, habe es dann auch später für den gesamten Körper einfach benutzt. Ich mochte das sehr gerne. Das ist, glaube ich, mit Mandelduft. Ja, genau. Riecht ziemlich stark, aber ich fand ja, die Peeling-Wirkung sehr gut und das an sich sehr angenehm. Und das heißt Delicious Paste. Okay.
Fand ich auf jeden Fall gut. Hier steht nirgendwo drauf, dass es von L'Occitane ist. Ich weiß es, aber da steht es, L'Occitane. Ich habe es geschafft, einen Lippenbalsam ebenfalls von L'Occitane aufzubrauchen. Das ist der Lip Balm Passionate Jasmine. Ich weiß nicht, wie lange der in meiner Tasche war, bis er jetzt endlich platt gemacht wurde, aber ja, ist auch mal ein Erfolg, wenn man so ein Lippenprodukt aufbraucht. Ihr Mädels wisst, was ich meine. Ein aufgebrauchtes Produkt, wo ich sehr traurig bin, dass es jetzt aufgebraucht ist, ist eine Hand- und Nagelcreme mit Manuka-Honig. Die habe ich von meinen Eltern aus Neuseeland als Souvenir mitgebracht bekommen und ich fand sie fantastisch. Hat einen ganz tollen Duft, sehr intensiv nach Honig und hat mir wirklich den Winter gerettet, weil es eine richtig tolle Pflegewirkung hat. Ich weiß, sie sind nicht sehr günstig. Dieser Manuka-Honig ist ein ganz spezieller Honig, den es in Neuseeland gibt. Aber ich bin ja dieses Jahr, zwar zum Ende des Jahres, aber noch da. Und da werde ich mal Ausschau halten und mir von diesem Manuka-Handcreme-Zeugs auf jeden Fall was mitbringen, weil ich das richtig, richtig gut fand. Bevor wir zum Make-up kommen, habe ich noch ein Pflegeprodukt. Und zwar von Medipharma, der Wimpern-Booster. Das ist so ein Wimpernserum und den habe ich zugeschickt bekommen und ihn immer brav aufgetragen, abends und morgens. Und ich hatte am Anfang das Gefühl, dass so ein bisschen ein paar Lücken an den Wimpern mehr sind oder aufgefüllt wurden, dass da irgendwie mehr gewachsen ist. Aber letztendlich habe ich auch nochmal einen Fotovergleich gemacht. Also es hat nicht wirklich viel gebracht. Ich habe ihn wirklich wochenlang benutzt und der ist ein bisschen teurer als die aus der Drogerie. Den von Balea habe ich ja schon mal getestet. Der war gar nichts. Der hat überhaupt nichts gebracht. Die teuren sind natürlich noch teurer. Also der liegt, glaube ich, bei um die 28, 27 Euro. Ich verlinke euch das. Ich weiß es jetzt gerade nicht ganz genau. Aber selbst das, also bei mir hat es nicht funktioniert. Es hat nichts gebracht. Und ich glaube, ich lasse das einfach mit den Wimpernseren. Die teuren sind mir einfach zu teuer. So dringend habe ich es dann nicht oder nicht das Bedürfnis, da irgendwas zu machen. Und die günstigen funktionieren scheinbar bei mir einfach nicht. Dann habe ich satte 3 Mascaras aufgebraucht, wobei nicht ganz aufgebraucht. Eine davon habe ich abgebrochen zu benutzen. Aber kommen wir erstmal zu den anderen. Und zwar als erstes ist die Manhattan Supersize Seductive Eyes Mascara. Ich liebe diesen Namen. Die habe ich auch nicht bis zum bitteren Ende benutzt, weil ich fand sie viel zu feucht. Da hängt so viel Farbe dran und ich habe damit immer gepatzt und diese Form, ich blende euch das mal ein, ist witzig, aber ehrlich, es funktioniert nicht gut. Man kann damit, also ich zumindest, nicht gut seine Wimpern tuschen. Das ist sehr unangenehm, weil irgendwie ständig hat man das Gefühl, es ist zu viel oder zu wenig und kein Favorit. Also die hätte ich jetzt nicht nachgekauft. War überhaupt nicht meins. Dann habe ich von Miss Lynn die Maxim Eyes Volume Mascara noch ausprobiert. Die fand ich ganz okay. Sie war mir in dem Fall ein bisschen zu trocken. Das Bürstchen war aber ganz gut. Und man muss halt ein bisschen viel schichten mit der. Aber dann hat man ganz gut Farbe drauf bekommen. Und es hat die Wimpern sehr gut getrennt. Es hat nicht extrem viel Volumen gebracht. Aber ganz schöne Alltagswimpern, würde ich sagen. Aber jetzt auch kein Highlight. Diese Mascara hier haben, glaube ich, alle Blogger zugeschickt bekommen. Die False Lash Superstar X Fiber Mascara von L'Oreal. Das ist eine, Zwei-Komponenten-Mascara. Also man trägt erst einen Primer auf. Das ist diese Seite hier. Da muss ich sagen, finde ich gut, dass der schwarz ist. Oft sind diese Primer weiß. Und wenn man nicht wirklich alles erwischt, dann hat man so weiße Stellen dazwischen. Das ist ein bisschen blöd. Und im zweiten Schritt trägt man diese dann hier auf. Und wenn ich die angucke, wird mir schon ganz anders wieder. Da sind nämlich diese Fiber-Dinger dran. Also kleine Partikel, die sich dann um die Wimpern legen sollen und die dichter machen sollen. Zum einen, das hat bei mir nichts gebracht. Also die Wimpern waren okay getuscht, aber das war jetzt kein Wow-Effekt. Also war nett, aber jetzt nicht mega gut. Damit hätte ich vielleicht noch leben können, aber nicht damit, dass das, was immer bei diesen Mascaras passiert, was mir bis jetzt immer passiert ist, ist, dass diese kleinen Filamente sich irgendwann lösen im Laufe des Tages. Was auch irgendwie logisch ist. Bei wem das nicht so ist, Glückwunsch, kann ich mir aber schwer vorstellen. Weil es wird dann trocken und man bewegt nun mal die Augen und die Wimpern und dann fallen die hier so drauf. Das wäre vielleicht auch noch nicht ganz so schlimm, wenn man nicht nun mal im Laufe des Tages auch ganz unbewusst sich auch mal so ans Gesicht fest. Ja,
Und dann habt ihr Streifen im Gesicht. Also ich zumindest. Und ich habe es immer noch mal so irgendwie entdeckt. Ich hatte aber dann auch keine Lust, ständig in den Spiegel zu gucken und zu kontrollieren, ob diese blöde Mascara mir Streifen ins Gesicht gemacht hat. Und der Aha-Moment, wo ich dann abgebrochen habe, sie zu benutzen, war, als ich in der U-Bahn saß und ein netter Mann mir gegenüber einen Hinweis machte und ich dann in den Spiegel guckte und sagte, oh ja, super. Danke an den lieben Mann, der mich darauf hinwies, dass ich scheiße aussehe. Aber ja, das geht gar nicht. Also ich bin einfach raus bei diesen Mascaras mit diesen Filamenten. In dem Fall hat es nicht mal was von der Optik gebracht, meiner Meinung zumindest. Also wer damit klarkommt, super. Ich finde es auch nervig, morgens in zwei Schritten zu arbeiten. Jede Sekunde zählt am Morgen. Und ja, das war einfach nicht meins. Also schade drum. Ich finde, die sieht ganz witzig aus. Sie ist allerdings auch ein bisschen groß zum Verreisen. Aber bei mir hat es halt nichts gebracht. Eine kleine Smashbox Primer Probe habe ich aufgebraucht. Ich glaube, die war bestimmt mal bei irgendeiner Bestellung dabei. Diese kleinen Tübchen nehme ich immer in Urlaub mit. Ich liebe den Primer. Ist für mich der beste. Ja, ich mag das Gefühl auf der Haut. Also man spürt ihn nicht, aber die Haut wird ganz weich. Er hält die Foundation über den ganzen Tag. Also absoluter Tipp. Ich benutze den auch in der Full-Size-Größe täglich. Absolutes Nachkaufprodukt, was ich immer wieder mir hole, wenn ich einen Primer brauche. Dann ein Produkt, was ein bisschen schade ist. Der Color Tattoo von Maybelline ist mir leider eingetrocknet. Beim Ausmisten ist mir das aufgefallen. Ich habe ihn länger nicht benutzt, habe ihn aber eine Zeit lang sehr viel benutzt. Das ist so ein mattes Grau, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, was man auch super kombinieren konnte oder als Base benutzen konnte. Werde ich mir jetzt nicht unbedingt nachkaufen, weil ich habe ja genug andere Produkte, aber den fand ich sehr gut. Ich weiß nicht, ob es die Farbe noch gibt. Ist halt, ja, sehr trocken, damit kann man nicht mehr sehr gut arbeiten, aber der ist auch schon sehr alt, von daher ist es okay. Und zu guter Letzt die Foundation, die ich in den letzten Wochen ständig benutzt habe, und zwar die Manhattan Fresher Skin Foundation in 30 Soft Porcelain. Ihr seht, die ist leer, ich fand sie super, ich habe sie auch, ich glaube in den Favoriten oder irgendwo habe ich sie auch schon mal erwähnt gehabt. Ich mochte dieses kühlende Gefühl auf der Haut. Sie hat für mich gut gedeckt. Die Farbe hat gepasst. Sie hat gut gehalten. Sie hat nicht nachgefettet oder ist auch nicht nachgedunkelt. Also eine richtig gute Foundation. Ich habe noch im Moment zwei, drei Foundations, die ich aufbrauchen möchte. Im Moment benutze ich die Dior Forever Foundation. Die ist natürlich noch besser. Aber für Drogerie und für den Preis finde ich die richtig gut. Die hätte ich mir auf jeden Fall nachgekauft, wenn ich jetzt nicht noch andere Produkte zum Aufbrauchen hätte. Also ich fand die gut, richtig gutes Produkt, hat mir sehr gut gefallen. Danke Manhattan, dass ihr mir die zugeschickt habt. Und das war auch schon mein Aufgebraucht-Video. Ich habe versucht, mich so kurz wie möglich zu fassen. Ich packe euch alle Infos in die Infobox, da gehören sie nämlich rein. Und wünsche euch jetzt einen schönen Tag, Mittag oder Abend. Und ihr schreibt mir mal in die Kommentarbox rein, was ihr zuletzt aufgebraucht habt. Vielleicht ein Duschgel, ein Lidschatten. Das wäre auch mal was, ein Lidschatten aufbrauchen. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss!